Ladies and Gentlemen, willkommen zu Dungeons 4. Nachdem wir Dungeons 3 durchgeschafft haben, hat Talia die Welt des Guten zerstört und für das absolute Böse gute Dienste geleistet. Allerdings gibt es neue Aufgaben für das absolute Böse zu bewältigen, wahrscheinlich. Und das großzügige Böse begrüßt euch heute zu Dungeons 4 Demo noch. Allerdings in der Demo sind die ersten 4 Missionen, wurde mir in den Kommentaren verraten, beinhaltet. Dementsprechend starten wir schon mal vorab, bevor das Spiel am 9.11. veröffentlicht wird. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es findet, ob ihr Dungeons 4 feiert und ob ihr bereit seid, euch dem ultimativen Bösen zu unterwerfen und den Abo-Button zu drücken. Natürlich nicht, wenn er aktiv ist. Liken geht natürlich auch immer. Okay, genug gekaspert. Schauen wir mal kurz die Optionen, die so ein Spiel bereithält. Ich habe es kurz mal überflogen. Sieht ganz nett aus. Auflösungstechnisch kann ich nichts einstellen. So alt, Vollbildmodus. Bin mal gespannt, ob das kritisch ist, ob ich Fenstervollbild oder richtig Vollbild machen muss, weil ich sehe schon, die Maus geht auf jeden Fall am Rand raus. Weiß ich noch nicht, ob ich das überhaupt brauche. Schauen wir mal. Normalerweise bei Strategiespielen ist eigentlich Fenstervollbild nicht so optimal, außer ich habe eine Option, den Mauszeiger ans Fenster auch zu binden, aber naja. Gut. Böses Lachen. Wichtigste Taste. Testen wir dann gleich mal. L drücken. Sehr gut. Ausgezeichnet. Los. Legen wir los mit der Kampagne von Dungeons 4. Das letzte Gefecht. Talia machte sich daran, die letzten verbliebenen Helden zu vernichten. Unter anderem dabei ihr Stiefbruder Tristan. Okay, wir können hier Schwierigkeitsgrade auswählen. Einfach, normal, schwer. Es steht nicht geschrieben, was es bedeutet. Wir machen schwer. Es war einmal vor langer, langer Zeit in... Ach was, den Rest kennen Sie ja. Das absolute Böse hatte, im fabulösen Vorgänger, die ganze Oberwelt mit seinen Kreaturen eingenommen. Nun verbrachte es seine Zeit mit ausschweifenden Partys und... Moment. Die ganze Oberwelt? Nein. Ein von unbeugsamen Helden bevölkertes Dorf hörte nicht auf, den Eindringlingen Widerstand zu leisten. Das unamüsierte Böse war außer sich vor Wut. Doch dies alles sollte sich nun endgültig ändern, denn das Meer aus der Ferne lenkende Böse schickte seine bösartigste Generalin ins Feld. Die Dunkelelfe Talia. Talia, ebenfalls bekannt aus dem famosen Vorgänger, kam gut gelaunt aus ihrem Urlaub zurück. Zuvor hatte sie ihren Ziehvater, den Paladin Thanos, besiegt. Dieser Umstand ist wichtig zu erwähnen. Denn dieses letzte verbliebene Heldendorf wurde beschützt durch Tristan, Ziehsohn des Thanos, und Talias Stiefbruder. Dieser stolze Krieger in seiner strahlenden, die stattliche Heldenbrust betonenden Rüstung war der letzte Hoffnungsschimmer für die Kräfte des Guten. Talia, die sich vollends der dunklen Seite verschrieben hatte, konnte es kaum erwarten, ihrem Stiefbruder ordentlich in den Hintern zu treten. Und so beginnt unsere Geschichte. Sehr schön. Dann schauen wir doch mal, was sich verändert hat. Die letzten Verteidiger des Guten kämpften um ihr Überleben. Dies schien der perfekte Zeitpunkt für den Auftritt Tristans zu sein, des großen verbliebenen Helden der guten Völker. Meine Brüder, in euren Augen sehe ich dieselbe Furcht, die auch mich verzagen ließe.
Der Tag mag kommen, da der Mut der Helden erlischt, da wir unsere Gefährten im Stich lassen und aller Freundschaft Bande bricht. Doch dieser Tag ist noch fern. Haltet Stand, Helden des Westens! Nach diesen bekannt klingenden Worten stürzte Tristan sich unter dem Jubel seiner Männer in die Schlacht. Die Helden des Guten hatten es geschafft, einige der bösartigen Kreaturen gefangen zu nehmen. Doch trotzdem war es mehr als fraglich, ob ein paar kleinere Siege und eine fulminante Rede etwas gegen die Armeen des absoluten Bösen ausrichten konnten. Ein Sturm der Dunkelheit und Schwärze zog herauf und kündigte die Ankunft von Talia, der Generalin des absoluten Bösen, an. Dieser Auftritt versetzte nicht nur die Verteidiger des Guten in Panik, sondern schien auch noch die Kreaturen des Bösen zu stärken. Ha, da bin ich wieder. Zeigt ein paar Helden die Popöchen zu versohlen. Vorwärts, Kreaturen! Zeigt, was ihr könnt. Haut ihnen volles Pfund aufs Maul, drescht ihnen ins Gesicht und holt mir vorsorglich schon mal mein Handbuch mit abgenutzten, drittklassigen Sprüchen. Hahaha! Oho! Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das da drüben auch noch mein dämlicher Stiefbruder Tristan, der nur darauf wartet, dass ich seinen Kopf liebevoll auf einen Speer stecke. Heute wird ein guter Tag. Talia schien sehr siegessicher zu sein. Manch einer könnte stutzig werden. War dies doch der Auftakt einer neuen, langen Kampagne? Aber gut, vielleicht bestehen die restlichen Missionen nur aus ausschweifenden Siegesfeiern. Wer weiß. Wäre genial, auf jeden Fall. Okay. Jawohl. Auswählen oder... Ja. Talia. Sehr gut. Dungeons, Grundlagen. Kamera bewegen, Einheiten selektieren, sind laufende Angriffsbefehle. Vernichtet den Heldentrupp, erste Scharmützel, bezwinge Tristram. Das ist die erste Mission. Auf jeden Fall sehr interessant. Was mir aufgefallen ist, auf jeden Fall, die Stimme wurde verändert. Also sie hat nicht mehr die Stimme. Ich fand die gute Talia immer ganz witzig. Gut, die böse Talia, also in Dungeons 3 zur Wiederholung, da hat man Talia sozusagen bekehrt, sozusagen. So hat es begonnen. Man hat Talia zum Bösen bekehrt und sie hat dann das Böse angeführt. Was mir auf jeden Fall auffällt, ihr Brustkorb wird überarbeitet. Der ist anscheinend deutlich ausgearbeitet worden. Talias mächtiger Sturm stand ihr ein weiteres Mal zur Verfügung. Mächtiger Sturm? Ha, verwende, um selektiert einen Lauf- oder Angriffsbefehl zu geben. Dann könnt ihr auch die entsprechenden Schaltfläche im Detailfenster der Einheit benutzen. Wahrscheinlich das gemeint. Was ist das? Sie hat 666 Schaden. Sehr gut. Ein Verteidigung, zwei ja, Angriffsgeschwindigkeit wahrscheinlich und 4,5. No. Was auch immer. Die Lebensenergie einer Kreatur zeigt an, wie viel Schaden dies noch einstecken kann. Also heute werden wir uns die erste Mission und das Tutorial sozusagen gönnen. So viel Schaden diese noch einstecken kann, zudem sammeln Kreaturen Erfahrung. Ist ihr Erfahrungsbalken gefüllt, steigen sie eine Stufe auf, sofern die entsprechende Forschung freigeschaltet wird. Ihr könnt mit den allgemeinen Befehlstasten eure Kreaturen bewegen, stoppt oder... Okay. Missionsspezifikationen und Informationen findet ihr am oberen rechten Bildschirmrand. Aktiviere Talias Zorn. Wie? Ah. Werden eure Kreaturen stärker. Okay, ist buff sozusagen. Okay, das sind die ersten Hinweise. Head of Studio. Oh, cool. Und wieder einer für den Sensenmann. Oder Sensenfrau. Da bin ich nicht wählerisch. Weg mit denen! I'm too strong! Moment. Oh! Lebenspunkte! 1337! Jawohl, überall! Nerd-Jokes! I love it! I love it! Aber sie heilt sich nicht automatisch, sehe ich gerade. Das ist... schlecht.
Moment, reiten die auf? Das finde ich cool. Also das ist mal ein Intro, beziehungsweise da wird halt mal dargestellt, wer sozusagen Priesterin. Okay, dann ist sie weg. Und dann ist ein Häufchen Skelette oder Köpfe da. Hey! Hat da jemand meine Untergebenen in Käfige gesperrt? Eine Warum werde ich jetzt auf einem Gehalt? Sowas darf nur ich. Zeit, die Dinger aufzusprengen, zu pulverisieren, zu atomisieren. Moment, ich merke gerade, die Musik kann man durchaus wieder lauter machen. Ich dachte so, bloß die Musik ist zu laut im Anfangsbildschirm, aber... Hier ist sie voll leise im Vergleich. So, dann holen wir mal die Kreaturen raus. Ihr habt einen Käfig zerstört. Tatsächlich, sie bewegt sich von allein. Das finde ich ein bisschen schwierig. Talia hatte alle Kreaturen befreit. Um ihrem Stiefbruder in nichts nachzustehen, hielt sie ebenso wie dieser eine fulminante Rede. Rede? Ja klar. Kreaturen! Zeit, den Gutmenschen aufs Maul zu hauen. Vorwärts! Schlagt ihn ins Gesicht! Tretet ihnen gegen das Schienbein, macht die Schnallen ihrer Hosen kaputt, damit die ihnen nach unten rutschen. Ja, sehr inspirierend. Ja, die schlechten Sprüche von früher sind auch wieder mit am Start. Sehr gut. Ja, das ist aus Strategiespielen bekannt. Wir haben hier drei Nagas bekommen. Das sind einerseits Fernkämpfer, andererseits Heiler. Aber Talia, dachte ich, hat sich immer selbst geheilt nach einer Weile. Und das sind ganz normale Orks. Die sind hau drauf, Typis. Berserkerwut. Die haben jeweils schon verschiedene Fähigkeiten. Was glitzert hier so? Oder? Naja, wir sind stark. Wir sind mächtig. Wir sind bereit, Gegner in den Arsch zu treten. Das sieht auf jeden Fall. Oh, das sind ja Gegner. Zack, bumm! Helden tot! Gut, Talia ist overpowered. Oh, da sehe ich Untote. Untote gehören auch mit zu uns. Normalerweise. Unterstützen wir gleich. Gibt's einen SDG an? Ne, die Greif. Okay, die sind automatisch auf Angriff aus. Jawohl! Wie sich alles in Dunkelheit verwandelt. Oh, dort vorne sind meine Armeen. Talia hatte das Zentrum der Schlacht erreicht. Mit einer weiteren fulminanten Rede stachelte sie ihre Kreaturen noch einmal an. Noch eine Rede? Hä? Puh. Ding Dong, der Held ist tot. Reicht das schon? Ehrlich, ich weiß nicht, ob ich so mit dir arbeiten kann. Nach Talias Worten stießen die Kreaturen vorwärts und strömten zu ihrer sprachlich unterkomplexen Anführerin. Oder das hätten sie gerne getan, doch die linke Verteidigungsflanke der Helden konnte den Kreaturen des durchbrechenden Bösen nicht länger standhalten. Erstmal wieder zusammenführen. Was haben wir hier alles? Hier sehen wir. Upgradete Goblins sind das. Was habe ich da noch gesehen? War da eine. Imps. Jawohl, die klassischen Einheiten von früher sind auch wieder am Start. Oh, Moment. Kann ich alle mitnehmen? Ja, auf der anderen Seite wird noch gekämpft. Oh, dann nehmen wir mal alle mit. Ich weiß nicht, gibt es auch Geheimnisse oder sowas? Sollte man sich hier umschauen und so? Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Angriff. Die Verteidigung der Helden der rechten Flanke brach zusammen. Die Kreaturen des garstigen Bösen strömten zu Talia. Ausgezeichnet. Neue Arten von Mehr Gegnern. Kanonenfutter. Sehr. Ich meine, loyale Untergebene kann man immer gebrauchen. Auch die waren erfolgreich, wie es scheint. Das ist eine Armee. Jawohl. Zeit, in der Mitte durchzubrechen. Es gibt anscheinend keinen Bewegen- und Angriff-Befehl, sondern das ist immer Bewegen und Angriff. Aber problematisch ist, dass sie dadurch auch immer überall hin angreifen, wenn was in der Nähe ist. Also wenn ich sie bloß...
Ja, andererseits macht es Sinn, mal sich zu bewegen und nicht anzugreifen, wenn ich irgendwo Gegner habe. Nee, wahrscheinlich nicht. Angriff! Der Krieg! Ein weiteres Mal zog Talias Zorn auf und tauchte das Land in Schwärze. Yes! Jetzt warten wir noch kurz und dann schauen wir, wie die Kampagne endet und das Spiel endet. Und dann haben wir das Spiel durchgeschafft und haben dann, ich weiß gar nicht, ob das Spiel wieder 20 Missionen am Ende hat, dann haben wir 19 Feiermissionen sozusagen. Stiefschwester, du wagst es, dich hier blicken zu lassen, nachdem du unseren Ziehvater getötet hast? Erster Texthören. Ja? Ist das eine Fangfrage? Du siehst doch, dass ich hier bin. Thanos hat sein Ende verdient. Und ich dachte mir, wie der Vater, so der Sohn. Du wirst deine Taten büßen, Schwester. Das Licht wird mich schützen. Es ist schlecht, wenn es so ist. Angriff! Mach den weg! Nein, der ist unsterblich! Talias Zorn! Talia beschwor ein weiteres Mal ihren Zorn herauf. Schwester, wende dich ab vom Bösen und komm zurück auf die Seite des Guten. Sieh die Macht des Lichts. Mit diesen Worten wurde Tristan in goldenes Licht getaucht, das ihn zu schützen schien. Als wäre dies nicht anstrengend genug, öffneten sich zugleich einige magische Portale. Als wenn sich das hier nicht schon viel zu lange ziehen würde. Können wir nicht einfach direkt zu dem Punkt springen, wo ich gierig die Weltherrschaft an mich reiße? Vorwärts, Kreaturen! Haut die Portale kaputt! Macht das magische Gedöns platt! Zieht den Stecker! Meine Brüder, in euren Augen sehe ich dieselbe Furcht, die auch mich verzagen ließe. Der Tag mag kommen, da der Mut der Helden erlischt, da wir unsere Gefährten im Stich lassen und aller Freundschaft Bande bricht. Doch dieser Tag ist noch fern. Haltet stand, Helden des Westens! Es stört die Portale! Hast du den gleichen Blödsinn nicht vorhin schon mal gesagt? Mit genau den gleichen Worten? Nein, von wegen! Ich bin bekannt für meine fulminanten Reden, bösartige Stiefschwester! Ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir damals einen Mob holen mussten, als du vor der Klasse sprechen solltest. Das wirst du bösen. Oh, böse! Vorwärtsgetreue! Vernichtet das Böse! Alle magischen Portale waren vernichtet worden und mit ihnen löste sich auch Tristans Schutzschild in Rauch auf. Ha, so mag ich das. Wo waren wir? Ach ja, ich war gerade dabei, meinem Stiefbruder in den Hintern zu treten. Ah, da ist er. Schwester, so muss es nicht enden. Doch. Schließ dich mir an. Nein. Gemeinsam können wir die Welt noch retten. Kannst du nicht einfach sterben und uns diese Szenen zum Fremdschämen ersparen? Ja, Talia, hau drauf, genau. Talia! Das hier ist noch nicht das Ende. Wir werden uns wiedersehen. Was? Wo willst du denn hin? Alles gehört mir. Mit diesen Worten erschuf Tristan auf die Schnelle ein Portal und warf sich mit letzter Kraft hindurch. Hinter ihm schloss sich das Portal wieder. Verrat, Schiebung, Betrug! Ein Handschuh. Das hier sollte doch mein Sieg sein. Und überhaupt, was ist das für ein Handschuh, bitteschön? Thanos! Es scheint mir so, als ob das Game Design vergessen hätte, das Ding vernünftig zu balancen. Vielleicht waren die Verantwortlichen noch zu sehr von deiner großartigen Ansprache in den Bann gezogen. Die hat mir auch die Tränen in die Augen getrieben. Allerdings nicht die der Rührung. Als wenn die Spatzenhirne der bösartigen Kreaturen hier große Reden bräuchten. Ein paar Schädel zum Einschlagen und für das Abendprogramm ist gesorgt. Naja, jedem so, wie er mag. Doch offensichtlich war Tristan ein Missgeschick passiert, denn der sogenannte magische Handschuh lag noch an der Stelle, wo er zuletzt benutzt worden war. Scheinbar hatte er ihn versehentlich verloren. Ha, wunderbar. Das Ding ist genau das, was ich brauche. Sehr schick.
Das greife ich mir doch gleich mal. Und so beginnt unsere Geschichte. Was? Unsere Geschichte beginnt mit Thanos' Handschuh? Muss ich die Infinity Stones dann holen, oder wie? Das wird legendär. Tristan war Talia zwar entwischt, aber dafür hatte sie dessen magischen Handschuh erbeuten können. Der Handschuh der Endlichkeit. Ein sagenumwobenes Artefakt. Leider funktionierten in Cutscenes keine UI-Einblendungen, weshalb Talia nicht genau lesen konnte, was der Handschuh denn so eigentlich machte. Nichtsdestotrotz präsentierte sie diesen Stolz dem absoluten Bösen in seiner Gestalt des Dungeon Lords. Und so nahm das Unglück seinen Lauf. Denn Talia wollte gleichzeitig vorführen, wie lautstark sie mit den Fingern schnipsen konnte. Doch dieses Schnipsen, das in die Geschichtsbücher als der Dungeon Lord Snap eingehen sollte, setzte entsetzliche Kräfte frei, die sich in den Dungeon Lord entluden. Als Talia sich wieder aufrichtete, war der Handschuh verschwunden und der Dungeon Lord lag im Sterben. Zuschauer beginnen an dieser Stelle oft zu weinen, weil sie dann wieder an den letzten wirklich guten Superheldenfilm denken. Talia trauerte. Ungefähr 5 Sekunden lang. Talia hatte die Reiche des Guten zerschmettert und sie dem absoluten Bösen, das eigentlich überhaupt nichts gemacht hatte, auf dem Silbertablett serviert. Talia war nun also die absolute Herrscherin. Sie hatte zwar keine Ahnung vom Herrschen, aber machte dies mit Selbstüberschätzung und dem konsequenten Ignorieren von eklatanten Problemen mehr als wett. Zusätzlich umgab sie sich mit einem Stab an inkompetenten Beratern. Was sollte dabei schon schiefgehen? 10 Minuten später. Tristan hatte Talia gefangen genommen, in einen Käfig gesperrt und die Armeen des absoluten Bösen in die Flucht geschlagen. Damit ist die Geschichte nun zu Ende. Wie es weitergeht, erzählen wir euch in überteuerten Mikrotransaction-Häppchen. Oh, Moment. Falsches Skript? Das ist ein anderer Entwickler. Wartet, gleich hab ich's. Während Talia schmachvoll abtransportiert wurde, schwebte weiterhin die ungenutzte Essenz des absoluten Bösen umher. So leicht würde es sich nicht geschlagen geben. Doch damit das Böse abermals triumphieren konnte, brauchte es wohl oder übel Talia zurück. Und so machte sich die umherschwirrende Essenz des absoluten Bösen daran, die ratlos dreinblickenden chaotischen Horden zu befehligen und Talia zu befreien. Hammer Time, zweiter. Klassiker sozusagen, sehr gut. Gefällt mir, die Story gefällt mir. Okay, das absolute Böse wurde vom Thanos Handschuh vaporisiert. Und wenn man den Intro-Trailer vom Dungeons 4 gesehen hat, dann wird's auch irgendwann wiedergeboren oder so. Ist wahrscheinlich Talias Aufgabe, es wieder zurückzuholen, nachdem sie befreit wurde. Aber ob es dem so ist, werden wir beim nächsten Mal in der zweiten Mission vielleicht herausfinden, wenn wir Tal unsere ein bisschen nicht so mit IQ versehene Talia zurückholen, um unsere Armeen anzuführen, denn ja, die anderen Armeen sind halt noch schlimmer als sie. Also in dem Sinne. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es bisher findet. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.